Dankeschön, ihr Lieben. Danke. Dein Applaus. Dein Applaus. Komm mit, mein Lieber. So. Mein lieber Detlef, darf ich dir den Jörg Friedrich vorstellen? Hallo. Hallo. Detlef Kümmel, damit hier mal vernünftig vorgestellt wurde. Danke. Mein lieber Jörg, wir sind gerade an Herrschaften vorbeigelaufen. Die stehen anders wie der ganze Rest. Gehören die zwei vielleicht zu dir? Ja, das ist das eine. Ich bin die Schwester von Jörg, Cordula. Und ich bin der Partner von Jörg, ich bin John. Mensch, Kino, und alles topmodisch. So, mein lieber Jörg, also ich weiß ja schon ein paar Sachen, aber die weiß der Detlef natürlich nicht. Zum Beispiel deinen beruflichen Werdegang, der ist ja für mich sehr interessant. Also ich habe eine Ausbildung als Landwirt, dann Einzelhandelskaufmann und jetzt bin ich Intensivpfleger. Ich finde die Wandlung sehr interessant. Ja. Vom Landwirt zum Intensivpfleger. Warum? Was war der ausschlaggebende Punkt? Ich glaube, es ist meine soziale Ader. Ich würde nie irgendjemanden diskreditieren oder irgendjemanden in den Schatten stellen. Die sind alles Menschen und die sind alles verschieden. Und man muss es. Man muss auch den Beruf lieben. Wenn man den Beruf nicht liebt, dann hat man da nichts zu suchen. Da hast du vollkommen recht. Also du kriegst von mir jetzt schon einen kleinen Orden. Nicht nur wegen dem Outfit. Ja. Ne? Mein lieber Jörg, es ist das erste Mal bei Bares Ferrars XXL, dass jemand mit einem Stein kommt. Ja. Also, das hat sich bis jetzt noch keiner getraut. Was hast du? Bist du am Renovieren zu Hause oder nee. Was? Nee, diesen Stein habe ich tatsächlich von einer renommierten Künstlerin bekommen, von Isa Genskin. Und das ist einer meiner besten Freundinnen gewesen. Warum und wann hat sie dir das hier zu welch einem Anlass geschenkt? Sie hat mir das geschenkt, da ging es ihr nicht so gut. Und ich war wohl einer der wenigen, die ein Ohr für hatten. Ja. Und da ist sie ein paar Tage bei mir geblieben. Und als Dankeschön hat sie mir dieses Objekt geschenkt. Weil es von Herzen geschenkt war, habe ich es natürlich angenommen. Ja. So mein Geschmack ist es eigentlich nicht so, weil... Ach! Ich denke mal, das braucht mehr Aufmerksamkeit, als ich dieses Objekt bieten kann. Ja. Weil bei mir steht es einfach nur irgendwo auf dem Schrank rum. Also der braucht Aufmerksamkeit. Ja, ne? Ja, ich versuch's ja gerade. Okay, vielleicht habt ihr noch keine Verbindung. Sollen wir mal eine schaffen? Ich zieh mal die Antennen aus, damit das Gerät dich empfangen kann. Das mache ich dann hier auch noch einmal. So, jetzt haben wir einen Weltempfänger vor uns. Du kennst die Weltempfänger? Sind aus den 80er Jahren. Die hatten also eine solch ähnliche Grundform. Ja. Und diese Grundform war dann eine Idee von Isa Genskin. Sie ist 1948 geboren und hat diese Weltempfänger seit 1987 angefertigt, diverse Male. Und die Grundidee dahinter steht, dass alle diese Weltempfänger, wenn sie möglichst groß verteilt sind auf der Welt, sich miteinander verbinden und dadurch eine Verbindung zwischen den einzelnen Sammlern schaffen. Aber es ist aus Beton. Genau. Also es ist wirklich nur eine Skulptur, eine Darstellung eines Weltempfängers. Also die Idee ist ein Radio. Also jetzt erklär mir mal ganz kurz die Künstlerin ein bisschen. Wir haben eine Künstlerin namens Isa Genskin vor uns. Sie hat ursprünglich erst einmal angefangen zu studieren in Hamburg. Kurz danach ist sie dann nach Köln übergesiedelt, hat dort studiert, was ja auch schon mal wichtig für sie war. Aber schlussendlich ist sie in Düsseldorf an der Akademie der Bildenden Künste gelandet und hat dort in der Meisterschule als Meisterschülerin von Gerhard Richter arbeiten und studieren können. Oh. Und es ging noch weiter. Die beiden haben sich also nicht nur als Meister und Schülerin kennengelernt, sie haben sich auch lieben gelernt, sie haben später sogar nicht nur gemeinsame Arbeiten abgeliefert, sondern sie war 11 Jahre lang verheiratet. Für all die Herrschaften, die jetzt nicht wissen, wer Gerhard Richter ist. Er ist der teuerste Künstler der Gegenwart. Genau. Also sie als Künstlerin hat natürlich einen sehr großen Schritt nach vorne machen können durch ihr Umfeld, durch ihren Ehemann. Aber tatsächlich hat sie sich auch selbst als Künstlerin durchgesetzt. Aha, ich würde gerne wissen, ist es denn tatsächlich einfach nur Beton oder was ist es für ein Material? In diesem Fall ist es tatsächlich Beton. Und da muss man sagen, jedes Stück, sie hat ja mehrere davon angefertigt, ist doch ein Unikat, auch weil sie erstmal in der Form variieren, auch in der Größe. Manchmal hat sie nur eine Antenne verwendet, manchmal dann zwei. Und auch der Beton wurde immer anders angemischt. Und in diesem Fall freue ich mich darüber, dass wir so eine Mischung haben. Im vorderen Bereich wirkt es sehr, sehr glatt, das Ganze, also etwas fester. Wenn du aber an den Seiten schaust und auch auf der Rückseite, das drehe ich mal um einmal, dann sieht man, dass es sehr spröde ist. Du siehst, sobald ich es nur anfasse, löst es sich ein wenig ab.
Das ist aber in diesem Falle kein Schaden, sondern von der Künstlerin gewollt. Also man sieht also hier den natürlichen Vergang des Materials. Wann hat die Dame das gemacht? Wir haben also einmal hier die Signatur, Isa Genzken, und da haben wir dann das Datum 2011. In diesem Falle können wir dann festlegen, dass es 2011 entstanden ist und Sie haben es bekommen. Ein Riesenkompliment an Sie, weil es war ein sehr, sehr wertvolles Geschenk unter Freunden. So, ich würde von dir gerne wissen, was möchtest du haben dafür? Wenigstens 30.000 würde ich schon haben wollen. Ja. Nee, also ich frage dich noch mal ganz in Ruhe. Ist das dein Ernst? Detlef scherzt sicher nicht. Wo landet er preislich? Diese Kunstwerke von Isa Genzken werden weltweit gehandelt. Sie kommen immer wieder auf den Markt. Sie variieren in ihren Auktionsergebnissen. Aber sie werden ja nicht nur auf Auktionen angeboten, sondern auch in Galerien. Sie wird vertreten in Berlin, in Köln, in New York. Also von daher sieht man, dass die Preise wirklich exorbitant sein können. Und sie sind eigentlich in den unteren Bereichen gut angesiedelt. Also ich kann das in diesem Zustand genauso bestätigen, dass wir bei 30.000 bis 35.000 Euro liegen werden. Wow. Wow. Ich bin ziemlich geplättet. Ja, ich auch. Also, mein Lieber, jetzt darf ich sie dir geben und ich hoffe und ich bin mir fast sicher, dass sie es werden, unsere Händler und Händlerinnen, dass sie es erkennen, würdigen und dir die Kohle bezahlen. Es war wirklich toll mit dir. Danke. Dankeschön. Da geht's hoch. Danke. Tschüss. Danke. Jörg kann nur jubeln. Mit dieser Expertise wird er unser Händlerteam hoffentlich umhauen. Also Beuys ist das, glaube ich, nicht. Nein. Vor allem, weil es 2011 das geht ja gar nicht. Aber es hat Antennen. Und die kann man ausziehen. Ein Kofferradio. Ein Radio. Beide Antennen. Ah, also tolle keine Idee. Batterie. Super. Diese tolle Idee in Beton gegossen könnte für jede Menge Bares sorgen. Also dann... Toi, 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 mein Bruder, jetzt. Viel Spaß. Drück dir die Daumen. Ja, drück mir mal die Daumen. Toi, toi, wir drücken die Daumen und bring viel Geld mit. Ich versuche. Erkennen unsere 6 im Händlerraum den Wert des zeitgenössischen Kunstwerks? Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Willkommen. Hallo. Sie haben uns ein Radio in einem Betonklotz mitgebracht. Das ist tatsächlich ein Weltempfänger. Ein Weltempfänger, ja. Bravo. Ah, deswegen auch 2 Antennen. Genau. Ja. Das ist von der Isa Genzken, von einer weltbekannten Künstlerin. Und Isa Genzken war auch eine sehr gute Freundin von mir. Mhm. Ihr ging es zu dem Zeitpunkt nicht so gut. Sie brauchte jemanden zum Reden und da war ich eben halt da. Mhm. Und da hat sie mir als Dankeschön diesen Weltempfänger geschenkt. Schöne Geste, toll. Meine Großmutter hat mir geraten, ich soll ein gewisses Vermögen in Betongold umwandeln. Das versuchen wir jetzt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich starte mit 500 Euro. Ich habe auch keine Ahnung, wo das liegt. Ich mache weiter mit 600 Euro. 700. 800. 900. Ich mache ein Tausender. Ich gebe 1500. 1600. Wie genau ist der Titel von dem Objekt? Weltempfänger? Das ist der Weltempfänger, der Weltempfänger. Ja, tatsächlich. Okay, und wie viele hat sie davon gemacht? Es ist eine geringe Auflage. Mhm. Und jedes Stück ist anders. Gibt es noch mehr Weltenempfänger, die einbetoniert worden sind? Es gibt noch kleinere, es gibt welche mit einer Antenne, es gibt welche, die sind größer. Ah. Okay. Die werden ja bis, also ich habe selber mal ein bisschen recherchiert, die werden ja mit 75.000, werden die ja... Gehen die in die Höhe? Wie hoch war denn die Expertise? 30.000 bis 35.000. 30.000 bis 35.000? Da bin ich in der untersten Liga, hat Herr Kümmel gesagt. Okay. 7.000. 7,5. 8. 8,5. 9. 9,5. 10. Jetzt sind wir schon fünfstellig. Das ist schon einmal eine Basis. Eine Betonbasis. Ein Fundament. Ein Fundament. Gegossenes Fundament ist die Hälfte. So. Ja. Oh, ich bin unentschlossen. Oh, ja, auch. Schlimmes also Gefühl. Also ich habe gerade also irgendwie auf der einen Seite, ja, auf jeden Fall. Und dann. Oh. Wie sieht's denn aus? 10.000 Euro sind geboten. Und ich biete 11. 11.000, Daniel. 12.000 bei mir. 12.5. 13.000. 13.5. 14.000. 14.5. 15.000. Habe ich auch noch mal was gesagt.
Das ist spannend irgendwo. Total. Ja, ich spekuliere auch immer mal gerne und das sind alles, so also Gegenwartskunst ist tatsächlich ein sehr abstraktes. Das ist mir bekannt, ich habe das schon bekannt, ausgesehen. Ja. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich es nicht verkaufe und ich am Ende in der Wohnung stehe, mir fehlt da auch ein bisschen der Zugang zu. Ich finde halt, es ist eigentlich sehr modern, man möchte ja auch manche Nachrichten aus der Welt gar nicht empfangen. Ja, ja. Das wegen der Beton. Ja, ja. Daniel. Hm. Also man muss immer über seine Grenzen gehen und deswegen sage ich 15,5. 16.000. Mhm. Also ich verabschiede mich jetzt, ich biete da nicht mehr mit. Also ich würde dann nicht drüber gehen. Wollen wir ein Geschäft machen mit 16.000 Euro für Ihren Weltempfänger? Jörg alleine entscheidet. Dann machen wir das. Ja, perfekt. Sehr gut. Mega, freue ich mich. Dann würde ich jetzt 6.000 Euro bar anzahlen und 10.000 Euro überweisen. Wunderbar. In Ordnung? Prima, das geht. Kommt es in guten Händen. Wahnsinn. Und es wird wertgeschätzt. 2468.000, 2468.000, 2468.000, 2468.000, 2468.000, 2468.000, 2468.000, 6.000. Mega spekulativ, ich freue mich total. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen Alles Dank. Alles Gute. Danke, viel Spaß mit. Danke, werde ich haben. Ade. Tschüss. Danke, sehr gefreut, danke. Die Visite. Oh, hey. Es hat geklappt. Oh, toll. Super. Ah, Wahnsinn. Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Das ist das Allerwichtigste. Das landet im Museum am Ende, da bin ich sicher. Ich fühle mich super. Es hat absolut geklappt. Es war nicht das Ganze erreicht worden, was die Expertise so. Aber ist okay. Wunderbar. Ich bin zufrieden. Es ist in guten Händen. Es wird wieder gewertschätzt. Und genau das war mein Ziel.